Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute wieder ein Gartenvideo. Was werden wir heute alles machen? Wie ihr seht, die Tomaten, die wir hier auf der Platte hatten, werden jetzt getopft in größere Töpfe. Wir haben noch diverse Aussaaten hier vorbereitet. Wir werden auch draußen ein bisschen was machen. Und ich werde euch den Zustand der Pflanzen, die wir in der Anzuchtstation haben, zeigen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Hier mit den Tomaten, großen Teil habe ich schon getopft, die letzten zwei machen wir zusammen. So, dafür gehen wir jetzt hin. Ich habe hier die Töpfe gerichtet zur Erde. Das ist jetzt Erde, die 50% aus unserer selbstgemischten Anzuchterde besteht und zu 50% aus Kompost. Alles wieder sterilisiert, weil alles, was ich im Haus in der Anzuchtstation habe, da sterilisiere ich die Erde grundsätzlich, um einfach Schädlingsbefall auszuschließen. So, dann mache ich meinen Topf hier erstmal gut halb leer. Gucken wir mal. Ja, na, dass hier nur noch die Hälfte drin ist, in der Mitte noch eine kleine Kuhle. Und dann Schildchen raus. Und dann hole ich mir mal hier mit der Gabel, na, gehe ich wieder rein und hole mir das Pflänzchen raus. So, dann mache ich hier die Keimblätter ab. Und setzt das Pflänzchen hier so schön tief in den Topf rein. Je höher die Pflanze gewachsen ist, je tiefer werde ich sie setzen. Und dann fülle ich einfach wieder mit der Erde auf. Hat hier auch wieder den Hintergrund, dass der Stiel voller Haare ist, die dann zusätzliche Wurzeln bilden und uns am Ende eine schöne, kräftige Pflanze, die uns reichlich Ertrag liefert, bringen wird. So, dann einmal kurz andrücken und noch ein bisschen Erde auffüllen. So dass hier die Blätter, ich glaube, man sieht es ganz gut, immer oberhalb der Erdoberfläche sind. Und der ganze Stängel, der versenkt wurde, sorgt dafür, dass wir eine gut durchwurzelte, kräftige Pflanze bekommen. So, dann machen wir die letzte auch noch zusammen. Hier wieder, ja, nur noch ein Drittel drinne, in der Mitte wieder eine kleine Vertiefung. Und dann machen wir die letzte Pflanze auch mit der Gabel rein, Wurzelballe hochnehmen und wenn dabei jetzt hier, ich habe ja relativ viel Sand und Mutterboden drin, die Wurzeln so locker hängen, bis die Erde abgeht, das ist überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, das regt die Wurzeln an, noch kräftiger zu wachsen, wenn wir hier ein bisschen ja, Schwund haben sozusagen. Okay, dann kommt auch der Wurzelballen in den Topf und dann wird wieder mit Erde aufgefüllt. Einmal andrücken und noch ein bisschen Erde nachfüllen. Und das Etikett wieder rein. Und dann haben wir unsere ganzen Tomaten mittlerweile getopft. Hier die Dwarf Grinch war das, ja. Das ist die grüne Cocktailtomate. Die hat auffällig andere Blätter als die anderen. Da bin ich echt mal gespannt, wie die sich entwickeln. Und so, schauen wir mal. Diesmal zeige ich euch auch tatsächlich, wie ich angieße. Richtig schön um die Tomatenpflanze rum, damit hier Erdschluss entsteht und die Wurzeln dann auch tatsächlich Kontakt bekommen. Und ich gieße nicht zu viel, damit ich hier keinen Schimmel oder Staunässe habe. Einfach rund um die Tomatenpflanze, damit die Wurzeln schön eingeschlemmt werden. Ich habe hier heute den Simon, der mir das gleich hochtragen kann. Deswegen gieße ich ausnahmsweise mal hier unten. Und wenn die Blätter jetzt ein kleines bisschen feucht werden beim Gießen, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich habe jetzt oben in der Anzuchtstation auch einen Standventilator aufgebaut, der ja immer ein bisschen schwenkt, um einfach da oben auch ein bisschen Luftbewegung reinzubekommen. Das macht die Pflänzchen stabiler und sie kennen dann schon die Luftbewegung, den Wind, wenn sie später nach draußen ausgepflanzt werden. Und dann trocknet gleich auch das bisschen Wasser, was hier vielleicht jetzt auf die Blätter kommt, entsprechend schnell auch ab. Und guckt mal hier, hier ist mir die Triebspitze beim ja, Hantieren abgebrochen. Ich habe sie trotzdem getopft, weil sie können ja auch Seitentriebe ausbilden. Mal abwarten, ob da was kommt. So, okay, dann sind wir mit den Tomaten schon fertig. Bevor wir die hochtragen, machen wir aber erst hier alles fertig und dann tragen wir die zusammen gleich nach oben. So, weiter geht's jetzt mit den Kürbisgewächsen, sprich auch Zucchini, Gurke und Melone.
Ihr seht, ich habe schon keine Vierkanttöpfe mehr, sondern musste jetzt auf leere Blumentöpfe, die ja jedes Jahr entstehen. Und wie sagte Matthias immer, du bist ein Messi, du willst immer alles aufheben. Ich bin froh, dass ich es aufgehoben habe, weil sonst hätte ich jetzt ein Problem. Ja, was haben Kürbisgewächse gemein? Sie mögen es nicht, pikiert zu werden. Punkt 1. Deswegen bekommen die bei mir schon gleich einen größeren Topf. Punkt 2. Gurken brauchen mindestens 20 Grad zum Keimen und sie brauchen 10, 14 Tage unter Umständen, bis sie ja, das Samenkorn durch die Erdoberfläche die erste Pflanze produziert, sprich keimt. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich in der letzten Aprilwoche eine Woche nicht da bin. Und jetzt möchte ich die Keimung beschleunigen, dass die schon ihre Köpfchen durch die Erde gesteckt haben, bevor ich in Urlaub gehe. Und deswegen habe ich dieses Mal auch die Samen eingeweicht, und zwar in Kamillentee. Das erste Mal, dass ich das mache. Kamillentee soll desinfizieren und vorbeugend gegen Pilzerkrankungen helfen. Ich hatte in den vergangenen Jahren mit Gurken öfter mal das Problem, dass ich Pilzerkrankungen an den Pflanzen hatte. Deswegen mache ich das dieses Jahr das erste Mal, dass ich sie überhaupt einweiche. Das aber tatsächlich nur, damit es schneller geht. Und Kamillentee einfach ein Versuch wert. Schaden kann's nicht. So, jetzt wollte ich die Samen 12 Stunden einweichen. Ich habe gestern Abend den Kamilletee gekocht, habe ihn hingestellt, damit er abkühlen kann. Und dann bin ich auf der Couch eingeschlafen und schlaftrunken dann irgendwann aufgewacht und einfach nur ins Bett. Und heute Morgen festgestellt, oh Mist, ich habe die Samen noch gar nicht eingeweicht. Deswegen werden die bei mir hier jetzt noch ein paar Stunden stehen bleiben und ich werde die heute Nachmittag erst aussehen. Aber ich erkläre euch, wie ich das Ganze mache. 12 Stunden die Samen einweichen, um einfach die harte Schale schon geschmeidiger zu machen, damit die Keimung schneller vonstatten geht. Dann habe ich hier Töpfe, ja, so zu einem Drittel ungefähr mit meiner selbstgemischten Anzuchterde gefüllt. Und dann werde ich hier pro Topf 2 Samenkörnchen reinpacken und mit 1 Zentimeter wieder von der Anzuchterde auffüllen. Und dann kommt hier, weil ich habe hier leider keinen großen Kunststoffaufsatz, um das Ganze wie ein Gewächshaus vom Mikroklima her zu gestalten. Deswegen kommt hier einfach ein durchsichtiger großer Müllbeutel drüber. Und dann wird das bei mir an der Fensterbank im Wohnzimmer, wo wir immer mindestens 20, 22 Grad haben, aufgestellt. Südfenster. Und dann sollte das Ganze relativ zügig keimen. So, und was haben wir, wenn wir Gurken oder auch Kürbis und Zucchini aussehen? Wir haben oft einen ganz langen Stängel. Und das ist auch der Grund, warum mein Töpfchen hier jetzt nur so wenig mit Erde gefüllt ist. Samenkorn rein, ein bisschen Anzuchterde drüber, so 1 Zentimeter, Daumen dick, sage ich immer. Und wenn die dann aus der Erde kommen, mache die erstmal einen langen Stiel. Und Gurken und Zucchini und Kürbis und Melone sind Starkzehrer. Das sind hungrige Pflanzen. Und wenn ich die ja nicht umtopfen möchte, weil sie darauf relativ sensibel reagieren, dann muss ich denen anderweitig später Futter geben. Und wenn sie den langen Stängel bilden, dann wird der Topf Stück für Stück immer aufgefüllt, dann mit dem Gemisch aus 50% Anzuchterde und 50% reifen Kompost. Wieder sterilisiert und wird dann Stück für Stück der Topf aufgefüllt, sodass die Gurken dann auch mit Nährstoffen versorgt werden durch die ja reichhaltigere Erde, die aufgefüllt wird. Und bei den Gurken, Kürbis, Zucchini, Melone ist es genauso. Die bilden am Stiel, der dann unter der Erde verschwindet, auch noch weitere Wurzeln, die dafür sorgt, dass ich eine kräftigere Pflanze bekomme. Und warum ich so spät anfange mit den ganzen Kürbisgewächsen, es hat einen Grund. Je kleiner die Pflanze beim Auspflanzen ist, umso besser wächst sie dann auch an. Normalerweise sagt man, die ersten richtigen Blätter und dann raus. Jetzt haben wir natürlich erst Mitte April und Mitte Mai ist es erst soweit. Also von daher immer noch früh genug, weil wenn die Pflanze schon 2, 3, 4 richtige Blattpaare, Achsen hat, tut sie sich schwer mit dem Anwachsen, mit dem richtig kraftvoll durchstarten, wenn wir sie dann ausgepflanzt haben. Ja, zeigen würde ich es euch gerne, aber meine eigene Schusseligkeit gestern Abend verhindert das. Ich hoffe, die Erklärung reicht euch soweit. Natürlich, wenn sie ausgesät sind, ordentlich gießen, feucht halten, den durchsichtigen Müllbeutel, die Folie, das Mini-Gewächshausdeckelchen, was auch immer,
einmal am Tag aufmachen, Luft reinkommen lassen, Luftaustausch, gegebenenfalls noch ein bisschen nachsprühen, Deckel, Beutel, was auch immer, wieder drüber und das Ganze einmal am Tag. Aber ich möchte noch auf die Sorten eingehen. So, ich habe hier, wie ihr seht, schon meine ganzen Gläschen gerichtet mit dem Saatgut. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel, das hatte ich von einer Zuschauerin geschenkt bekommen, die Antillengurken, die möchte ich ausprobieren. Ja, die hier sind einfach so zu mir gekommen. Das war eine Fehllieferung. Eigentlich hatte ich Salatsamen bestellt und dann wurde mir das geliefert. Ja, dann werden die natürlich auch ausgesät. Das ist Bio-Gurke, halblange weiße, keine Ahnung, wird ausprobiert. Dann habe ich natürlich, darf nicht fehlen, meine Gurke Fatum. Dann das erste Mal eine Schlangengurke, die Tanja. Dann habe ich hier noch eine Salatgurke Gundel, die wohl auch sehr gut fürs Freiland geeignet sein soll. Abwarten, ich bin gespannt. Dann habe ich die Chanteloup-Melone. Njam, 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 freue ich mich drauf. Mal schauen, ob es was wird. Dann darf es natürlich nicht fehlen, meine Zucchini Caserta. Dann habe ich eine zweite Zucchini, das ist eine grün gestreifte Mittelspäte. Da bin ich auch gespannt. Ich möchte dieses Jahr keinen Kürbis, sondern mehr Zucchini. Und dann werde ich die auch später gegen Ende der Saison richtig, richtig groß werden lassen und ausreifen lassen, sodass der Stiel schon verholzt. Weil dadurch werden die lagerfähig fast wie Kürbisse. Im letzten Jahr habe ich die letzten Zucchini so ausreifen lassen und die habe im Keller noch 4 Monate durchgehalten. Und meine Hühner fressen lieber geraspelte Zucchini als geraspelten Kürbis. Und deswegen werde ich dieses Jahr auch mehr auf Zucchini gehen. Und als letzten Vertreter habe ich hier Kürbis, Pattison Yellow. Junge Früchte können wie Zucchini gegessen werden, samt Schale. Und das bringt noch so ein bisschen Farbe ins Spiel. Und das sind die Sorten an Kürbisgewächsen, Gurken, Zucchini, die ich dieses Jahr anpflanzen werde. Aber wie gesagt, aussehen erst heute Mittag. Noch sollen die Samen bis hier quelle. So, und ich habe jetzt diese Platte gleich zweimal vorbereitet. Da steht nämlich die nächste, weil sonst würde das nicht ausreichen für alles, was ich mir hier so vorgenommen geplant habe. So, dann stelle ich das wieder kurz darüber und dann gucken wir uns an, was ich dann noch machen möchte. Ich habe zum einen hier vorbereitet ein Anzuchtschälchen, weil ich habe, herzlichen Dank nochmal, Sarah und Den, Vanille-Basilikum-Samen geschickt bekommen. Und da bin ich echt gespannt. Vanille-Basilikum, ich liebe Vanille und das in Verbindung mit Basilikum. Ja, schauen wir mal. Ich habe auch meinen African Blue und den Mammut, diesen großen. Und Ziel ist für mich dieses Jahr, ich hatte es ja schon gesagt, bei den Cocktailtomaten möchte ich hier unterm Fenster die ganzen Cocktailtomaten in Töpfen. Und Basilikum und Tomate ist eine tolle Symbiose. Zum einen sollen die Tomaten schmackhafter werden, wenn Basilikum in der Nähe ist. Zum anderen lockt Basilikum, wenn er blüht, wahnsinnig viel Bestäuberinsekten an. Und zum anderen hat Basilikum auch einen Duft, der den ein oder anderen Schädling ein bisschen auf Abstand hält. Und deswegen brauche ich noch mehr Basilikum. Und ihr seht hier schöne, feine, kleine Samen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinkriege, dass ich hier überall nur so 3, 4, 5 Körnchen einsehe, dass ich lauter kleine Balle habe, die ich dann auch in die Töpfe mit den Tomaten später einpflanzen kann. Und Basilikum ist ein Lichtkeimer, das heißt, ich habe hier die Erde schon angefeuchtet ein bisschen und da kommt auch keine Erde drüber. Dann ist es natürlich umso wichtiger, dass die Samen nicht austrocknen. Das heißt, hier auch tatsächlich dann immer schön angießen und dafür sorgen, dass das alles schön feucht bleibt. Nichtsdestotrotz auch hier einmal am Tag den Deckel runter. Und das mache ich dann sowieso, wenn ich den Deckel runter mache. Na komm, geht rein, ihr Same. Wenn der Deckel unten ist, sprühe ich immer noch einmal mit der Flasche hier nach. Und das mache ich jetzt auch zum Angießen. Ordentlich angießen. Und hier habe ich übrigens auch nur wieder die magere Aussaaterde, die wir selbst gemischt haben, verwendet. Dann natürlich wieder das Schildchen rein. Deckel drauf. Das kommt jetzt auch
mit den Gurken dann wieder bei mir ins Wohnzimmer, weil auch Basilikum hat es gerne warm beim Keimen. Okay, was wir noch vorziehen möchten, ich habe hier den Stangensellerie und zwar einen besonderen, der ist rosa-pink von den Stielen, bringt noch so ein bisschen Farbe mit in die Gemüsepfanne, ich bin echt gespannt. Und auch hier die Erde habe ich angefeuchtet und dann gucken wir mal, ob ich das tatsächlich hinkriege, wirklich nur ein Samenkorn, ich glaube es eher nicht. Schauen wir mal, und ihr seht, ganz kleines Saatgut. So, dann werden wir mal gucken, ob wir hier 1-2 pro Feld hinkriegen. Wenn nicht, muss man halt nochmal vereinzeln später. Aber ich versuche es jetzt erstmal so. Ich weiß ja auch nie, ob wirklich alles keimt. Bei meinem Glück keimt wieder alles. Was ja im Prinzip nicht schlecht ist, wenn ich besser dosieren könnte. So, das heißt, der Stangensellerie ist auch fertig. Auch hier nur noch angießen. Weil auch der Stangensellerie ist ein Lichtkeimer. Und hier ist es natürlich genauso wichtig, einmal am Tag Deckel auf, wieder neu befeuchten, Deckel wieder drauf und auch der Stangensellerie hat gerne über 20 Grad zum Keimen. Auch hier Schälchen rein, Deckel drauf, das kommt dann auch bei mir ins Wohnzimmer. So, wenn wir nachher rausgehen, werden wir uns auch angucken, wie die Ringelblume gekeimt haben und dann werden wir feststellen, ich hole es gerade mal ran, ich habe es ja hier schon vorbereitet. Das heißt, ich werde die Ringelblume jetzt pikieren und hier auf die Topfplatte setzen. Und was dann noch dazu kommt, ich habe hier Kapuzinerkresse-Samen eingeweicht. Auch die werde ich noch ein paar Stunden stehen lassen, weil ich gestern Abend so verpeilt war. Und werde hier dann auch noch Kapuzinerkresse-Samen. Das sind Dunkelkeimer. Die sollten dann also einen Zentimeter tief hier rein, Erde zu, feucht halten. Und die Keime auch recht zuverlässig und die sind recht hart vom Samenkorn. Deswegen habe ich sie auch eingeweicht, um das Ganze zu beschleunigen. Ja, das heißt, hier drinnen sind wir erstmal soweit fertig. Das werde ich nachher machen, aber ich zeige euch draußen natürlich auch die Calendula, die Ringelblume, wie die aussieht und alles andere natürlich auch. So, warte mal, jetzt habe ich hier ganz vergessen, das Samentütchen wieder reinzumachen. Liegt hier beim Müll, das ist hier aber nicht gut. So, okay, wieder drin, jawohl. Alles klar. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen nach oben in die Anzuchtstation. Auf geht's. So, ich habe jetzt extra mal die rosanen Lampen ausgemacht, dass man das Blattgrün auch richtig sieht, sonst wird hier alles von der Farbe verfälscht. Ihr seht hier meine Gewürztagetes, wie toll die gewachsen sind. Und wenn man hier unten mal schaut, ich hoffe, man sieht es vom Licht her genug, die verzweigt sich schon richtig. Das heißt, die fängt schon an, buschig zu werden. Das gefällt mir richtig gut. Ja. Und die sind richtig kräftig. Das sind jetzt die Tomaten, die wir jetzt heute zusammengetopft haben. Und die anderen, das sind hier diese vier Kisten, die habe ich vor 2 Tagen getopft. Und die haben genauso ausgesehen. Und guckt euch mal an, wie die jetzt schon wieder abgehen. Und feucht genug sind sie noch. Das heißt, gießen muss ich nicht. Und das ist auch immer die Kontrolle. Ich hebe den Topf hoch. Er ist schwer. Feucht, wenn ich mit dem Finger reingehe, heißt noch nicht gießen. So, dann gucken wir mal weiter, weil hier ist echt, hier geht der Punk ab. Guckt euch mal meine Paprika- und Chili-Pflanzen an. Ich hebe jetzt mal exemplarisch hier eine hoch. Die wird schon leichter, stelle ich gerade fest. Und ihr seht hier, ich weiß nicht, ich halte es mal drunter das Licht, die verzweigen sich schon. Das heißt, hier beginne schon an den Blattachsen. Die seitlichen Austriebe und, hier sieht man es nicht, doch, hier oben sogar die ersten Blütenknospen, die erscheinen. Und der Topf ist jetzt schon leichter und die Erde ist auch trocken. Das heißt, hier werde ich heute dann auch wieder gießen. Und ja, zu Paprika, jetzt gucken wir doch mal zu Aubergine. Ja, das sind die vier, die nicht mehr auf die Platte gepasst haben. Wieso wächst hier Unkraut? Das gibt's doch nicht. So. Guckt euch das mal an. Auch hier die Verzweigung, ich gehe mal unter das Licht, auch hier wieder die Verzweigung, hier schon die Seitentriebe, auch die entwickeln sich hervorragend. Und auch das Töpfchen ist sehr leicht, Erde trocken, das heißt, die werden heute auch wieder was zu trinken bekommen. Ja, und vor lauter Paprika- und Aubergine-Urwald hier hätte ich jetzt ganz fast vergessen. Ich habe ja hier noch meinen Fenchel, der muss unbedingt gepflanzt werden. Und hier der Sellerie, den werden wir auch pikieren. Aber beim Pikieren brauche ich euch hier nicht mehr mitnehmen.
Sellerie wird mit tiefer pikiert, genauso wie bei den Tomaten und so weiter. Die kommen jetzt auch erstmal wieder auf eine Lochplatte, auch mit Anzuchterde 50% und 50% entsprechend Kompost gemischt. Und die Schale nehme ich mit runter, dass ich die noch pflanzen kann. Und ich werde sie erstmal so vereinzeln, weil draußen ist für die nächste Woche noch teilweise 2 Grad, 3 Grad Bodenfrost, Nachtfrostgefahr. Das will ich vermeiden, jetzt wo die so schön da stehen. Aber sie müssen definitiv jetzt hier aus der mageren Erde raus. Und da bin ich am Überlegen, was ich mache. Ich werde sie wahrscheinlich erstmal pikieren in so eine kleine Lochplatte und dann erst kurz bevor wir in Urlaub fahren, auspflanzen, weil ich da einfach Schiss habe, dass sie mir sonst erfrieren. Ja, die nehmen wir mit runter und ich werde jetzt hier mein Licht wieder anmachen, dass die Pflanzen ordentlich versorgt sind. Zieh mir eine Jacke an und dann gehen wir nach draußen. So, wir fangen mal im Tomatenhaus an und zwar hier im Mini-Gewächshaus. Ja, wie ihr seht, mein vorgezogener Lauch entwickelt sich. Ja, auch die zweite Saatschale, sie sind jetzt nur trocken, die brauchen heute unbedingt Wasser. Ja, mein Pak Choi, nee, das war der Stängelbrokkoli, wo die Schnecken dran waren. Aber ihr seht, hier zum Beispiel habe ich noch Austrieb, hier kommt auch die Spitze. Also den lasse ich mal noch, mal gucken, ob ich noch eine Schnecke unten drunter habe. Nö, keine dran, okay. Ja, dann habe ich hier die zweite Aussaatstängelbrokkoli, den werde ich jetzt vereinzeln. Zumindest die schönen Pflanzen, ich brauche hier nur so 4-5 Stück, die werde ich da zusammenkriegen. Und hier die Ringelblume, auch die wird jetzt heute dann, wie in der Küche schon gesagt, pikiert, damit ich die dann, ja, wenn es soweit ist, in jedes Beet auch mit reinsetzen kann. Ja, Salatplatten, meine Mama hat schon viel gekriegt. Ja, Pak Choi ist alle, auch hier. Pak Choi werde ich nochmal neu aussehen, wieder hier drinne, damit wir dann die nächste Fuhre fürs Beet haben. Ja, Petersilie hier unten und die muss ich noch pflanzen, aber auch da, es wird mir nächste Woche nachts einfach noch zu kalt. Ravo, was machst du denn im Tomatenhaus? Hä? Gewöhnen die das gleich ab? Ja, ich habe die Ollas auch schon kontrolliert. Die sind alle dicht, funktioniert wunderbar. Ich habe hier jetzt schon oberflächlich reifen Kompost eingearbeitet. Da steht noch eine Schubkarre, der ist natürlich nicht gesiebt. Das braucht er fürs Tomatebeet auch nicht. Und die werde ich noch hier verteilen und einarbeiten. Und ich habe die Ollas auch schon mit Wasser gefüllt, also die Bewässerungstöpfe. Und auch noch großzügig mal gegossen. Warum? Das Ganze ist ja hier überdacht und entsprechend trocken ist der Boden. Und um die ganzen Lebewesen wieder aus den tieferen, feuchten Erdschichten nach oben zu holen, werde ich jetzt hier auch regelmäßig immer mal Wasser drauf packen, damit das Ganze feuchter wird und wieder Leben reinkommt. Apropos Leben reinkommen. Als ich die Beete die letzte Woche bearbeitet habe, ist mir ein Regenwurm, so groß hatte ich noch nie in meinem Leben einen gesehen, quasi über die Hände gekrochen und den musste ich einfach fotografieren. Der Simon blendet euch mal das Bild ein. Wahnsinn! Und das war nicht der einzige, davon gab es etliche. Ich war schwer begeistert, ich habe noch nie so einen riesen Regenwurm gesehen. Und Leben im Boden ohne Ende und das ist dem Regenwurm gut gegangen ist. Ich glaube, das sieht man an, sonst wäre er nicht so monströs groß geworden. Ja, dann gehen wir aber mal weiter. So, ja, hier Radieschen, alles wie gehabt. Meine Salatpflänzchen und Pak Choi, nachdem die ersten Schnecken raus waren, fange jetzt auch tatsächlich an zu wachsen. Wir haben in den letzten Nächten das Hochbeet öfter geschlossen, also den Aufsatz geschlossen, weil es dann auch tatsächlich, es waren eigentlich nur so 1-2 Grad plus vorhergesagt, aber das Wasser, was sich auf dem Deckel gesammelt hat, war gefroren. Also da habe ich nachts lieber noch zugemacht. Ansonsten, wenn es mindestens 5 Grad hat, bleibt das Ganze auch auf. Das halten die wunderbar aus, aber Frost will ich denen keiner zumuten. Ja, hier hat sich nichts verändert. Die Erdbeerpflanzen sprießen gewaltig. Der Knoblauch wächst auch, aber auch hier ist es jetzt trocken. Es hat die letzten Tage ja nicht mehr geregnet. Das heißt, ich werde hier dann auch noch mal gießen. Und ja, ihr seht hier in meinen Hochbeeten die Spieße rausgucken, die Kartoffelfallen für die Drahtwürmer. Und wenn ich die kontrolliere, ihr habt es gerade gesehen, ich gehe mit der Hand wirklich in die Erde und heb die Erde mit raus. Gut, hier ist jetzt keiner dran.
Aber wir haben das die Woche auch nochmal zusammen gemacht, Simon und ich. Und da hat er ein paar Bilder geschossen, wie die voll hingen. Nein, hier ist nichts. Mal die Bodentemperatur muss auch passen, dass die Viecher gefräßig sind. Und ihr seht, wie ausgehöhlt hier die Kartoffeln. Da waren noch zum Teil Kellerasseln dran, die ich dann abgesammelt habe. Und jetzt ist natürlich die, ne, immer dann, wenn man es zeigen will, ist garantiert keiner dran. Nee, auch hier nicht. Aber schön wieder einbuddeln. Nee. Aber damit ihr seht, dass es funktioniert, haben wir extra auch ein paar Bilder gemacht. Und ich musste die Drahtwürmer tatsächlich rausziehen, weil die sich ja in die Kartoffel reingefressen haben. Da guckte immer nur noch ein kleines Stück raus, rausziehen. Meine Hühner haben sich gefreut. So, weiter geht's. Komm, Bravo. Ah, schön. Mackikraut. So, jetzt kommen wir zu den Kartoffeln. Kartoffeln sollen 4 Jahre nicht am gleichen Standort angebaut werden. Fruchtfolge beachten. So gehört sich das. Wenn ich aber darüber nachdenke, dass meine Oma, es ist ja das Haus von meiner Oma gewesen früher, und da, wo heute unser Teich ist, war früher der Kartoffelacker. Und die Oma hat die Kartoffeln Jahr für Jahr in den Kartoffelacker gesetzt und hatte auch Jahr für Jahr reiche Ernte ohne irgendwelche Probleme. Ja, Kartoffeln laugt den Boden einseitig aus. Das heißt, man muss auch ordentlich was tun. Und ich werde dieses Jahr die Kartoffeln an die gleiche Stelle pflanzen wie im letzten Jahr. Ich will es einfach ausprobieren, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht in die Hose gehen kann. Aber wenn meine Oma das Jahrzehnte so betrieben hat, will ich es auch versuchen. Und dafür habe ich jetzt, ich darf nicht lügen, Simon hat mir hier die Erde rausgeschippt auf eine Plane. Und wir haben es auch abgedeckt, damit der Regen sie nicht wegschwemmt. Hat wiederum einen Vorteil, dass die Erde durch die Folie dann auch schön aufgewärmt wird, wenn die Sonne drauf scheint. Und ich habe ja meine eigene Art, Kartoffeln zu pflanzen. Und das zeige ich euch jetzt nochmal. Und da ja hier im Herbst und über den Winter Spinat und Feldsalat und Rettich drin war, konnte ich hier im Herbst ja keine Düngung aufbringen. Mein Kompost, der reife Kompost, ist komplett aufgebraucht. Ich habe im Tomatenhaus die Hochbeete, das Gurkenbeet. Wir haben so viel Kompost überall in die Beete reingebracht, dass ich jetzt hier keinen reifen Kompost mehr habe. Aber ich habe ja noch vom letzten Jahr meine Rinderdungpellets. Und das heißt, ich werde jetzt hier die Beete erstmal ein bisschen mit Rinderdung. So, reicht schon. Okay. Dann habe ich hier meine Kartoffeln. Komm mal ran, Simon. Ich habe ja wie immer meine rote Laura, oder Laura heißt sie ja nur. Dann habe ich hier die, die rote Emaille. Und dann habe ich mir noch kurzfristig, deswegen sind die auch noch nicht so schön vorgekeimt, die festkochende Linda geholt. Und ich habe, ja, von der Linda und von der Emily jeweils 1 Kilo und von meiner Laura 2 Kilo. Und ich werde hier pro Beet 1 Kilo Kartoffeln reinpflanzen. Fangen wir doch mal mit der Linda an. Ich lege die einfach mit den Augen nach oben aus. So, guck mal, wo sind die schönsten Augen? Hier. Naravo, ist das interessant für dich? Ja. Ja. Der kleine Mann will immer mitmachen, gell? So. Und der Boden, die Erde ist schon richtig schön warm. So, die letzten 2 quetschen wir auch noch mit rein. Und da oben noch eine. So, einmal. Wir haben jetzt einmal die Linda. Jetzt kommen hier die rote Emily rein. Auch hier habe ich gerade noch schnell den Rinderdung ausgebracht. So. Und ich weiß, das ist wieder viel zu dicht, aber das ist eben ja meine Art der Kartoffeln oder meine Art Kartoffeln anzubauen. Und ich werde, ja, ich zeige es euch am besten gleich ohne große Worte, weil das sorgt jedes Jahr für Verwirrung, wie ich meine Kartoffeln anbaue.
Ja, viel zu dicht wieder, ja, ich weiß. So, und dann noch die letzten. Und ich kann ja hier in den Kastenbeeten hier schlecht anhäufeln, sonst könnte ich ja mit Mühe und Not zwei Reihen pflanzen. Und ich möchte ja möglichst viel Ertrag auf kleinem Raum haben. Und deswegen meine spezielle Methode, wie ich das schon seit Jahren mache, mit dem Kartoffelanbau. Davon mache ich jetzt meine Laura, klar, zwei Beete. Na, lässt mich durch? Ja. So, fangen wir auch wieder hier vorne an. Und auch hier. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön warm die Erde ist. Das ist wirklich toll. Und das sollte auch die Erde schon schön aufgewärmt sein, bevor man die Kartoffeln tatsächlich pflanzt. So, mal gucken, ob ich hinkomme. Ansonsten werde ich nämlich auch die Kartoffeln, die dicken, noch schneiden in Hälften. Aber erstmal gucke ich, wie weit ich mit dem, was ich habe, komme. So, und noch das zweite Beet. Mal gucken, ob ich hinkomme. Na, Ravo? Und wir haben hier wirklich die Beete leer geschaufelt. Was heißt wir? Das Simon. Damit wir hier auch tatsächlich dann Stück für Stück nach meiner Methode Erde auffüllen können. Ich stelle jetzt einfach den Fuß rein. So. Es geht genau auf, gell? Ja, so. Eine noch, eine noch, eine noch. Und ihr kommt hier noch mit rein. So. Okay, kurz den Eierkarton weg. Ich wurde auch gefragt, warum ich die immer anfeuchte. Die Keime besser vor, wenn die nicht austrocknen, wenn die leicht feucht gehalten werden. Das war der einzige Hintergrund. So, dann los geht's. Na, die müssen hier bleiben. Und ihr seht, was hier schon liegt. Das Kulturschutzvlies kommt einfach mit rein. So. Okay, dann schnappe ich mir hier jetzt die Erde und mache ungefähr 8 bis 10 cm Erde auf die Kartoffeln. Oh, ein paar Schippe kriege ich, den Rest darfst du dann fertig machen, Simon. Ja. Das käme mir sehr entgegen. Und der Simon hat schon beim Leerscheppe der Beete gesagt, boah, was das für eine tolle, feinkrümelige Erde ist, das ist Wahnsinn. Ja, aber auch hier hatten wir jede Menge Engerlinge im Beet. Das war, ja, nicht normal. Das erste Beet ist fertig. Die anderen drei Beete wird der Simon gleich mit der Schippe mit Erde überziehen. Und jetzt zu folgendem Hintergrund. Ich decke das Ganze jetzt ab mit dem Vlies. Zum einen, damit nicht die Vögel da drin anfangen zu buddeln, aber zum anderen auch, dass die Wärme im Beet bleibt. Die Erde strahlt die Wärme ab, die Folie sorgt dafür, oder das Vlies ist ja keine Folie, das Vlies sorgt dafür, dass die Wärme im Boden bleibt. Bei uns in nächste Woche noch Temperaturen nachts mit 2-3 Grad angegeben. Mit dem Vlies und der aufgeheizten Erde überhaupt kein Problem. Wenn die Kartoffeln dann durch die Erde treiben, so hoch sind, dann nehme ich mir wieder Erde und mache dann wieder die Erde rundherum, dass die Blätter oben nur noch ein kleines bisschen rausgucken. Und jedes Mal, wenn die Kartoffeln wieder so ein Stück rausgucken, mache ich wieder Erde drumherum. Also ich nenne es immer, ich beerdige die. Die Kartoffeln immer, bis das Beet bis oben hin voll ist, immer wieder mit Erde bedecken. Anhäufeln geht hier nicht bei der Pflanzdichte und deswegen auf dem Weg, weil die Seitentriebe bilden dann ja auch nochmal Kartoffeln. Und damit die nicht grün werden, weil sie Licht kriegen, immer wieder Erde. Im Pflanzsack ist es nichts anderes, den krempel ich ja runter, pflanze die Kartoffel, wenn sie wächst, kommt wieder ein bisschen Erde und der Sack wird hochgekrempelt. Und so entsteht nach eine höhere Anbaufläche. Und so mache ich das in diesen Beeten auch. Und mal abwarten, ob dieses Nicht-Einhalten der Fruchtfolge bei mir bestraft wird oder aber, ob es erfolgreich sein wird. So, wir machen jetzt hier die Beete noch fertig und dann machen wir weiter. Kartoffeln sind beerdigt und abgedeckt. Das heißt, zeige ich euch noch was da. Oh nee, das muss ich euch zuerst zeigen. Kommt mal mit, das habe ich gerade entdeckt. Ja, hier natürlich klar überall die Schlüsselblume. Aber schaut mal hier, mein Beinwell. Die ersten Blüten gehen auf. Ist das nicht schön? Ich liebe es. Konnte ich jetzt nicht dran vorbeigehen, ohne euch das zu zeigen. Aber das war eigentlich nicht der Grund. Gehen wir mal ein Stück weiter.
Weil, gut, hier habe ich jetzt mal das Vlies abgemacht, meine Karotten und die Steckzwiebeln, die mir zur Verfügung gestellt wurden. Ja, mit jedem Rasenmähen sammle ich jetzt wieder den Mulch. Und die Beete, die nicht abgedeckt sind, habe ich jetzt schon angefangen zu mulchen, wie hier meine normalen Steckzwiebeln. Beim nächsten Rasenmähen, dürfte nicht mehr lange dauern, kommt dann auch hier noch Mulch drauf. Aber hier drunter hatten sich ganz viele, ja, guck mal Simon, vielleicht kannst du sie filmen. Hier ist noch eine komische schwarze große Fliege, die waren in der Erde. Und ich habe gerade im Vorbeigehen gesehen, dass hier unter dem Vlies, ja, gefühlt 1000 von denen eine schwarze große Fliege waren. Das muss irgendeine Schlupfwespe sein, ich weiß es nicht genau. Wenn sie einer von euch kennt, gerne in die Kommentare. Aber die wollte ich jetzt unter der Folie erstmal befreien, dass die dann auch raus können. Und ja, in einer Stunde werde ich das Vlies wieder drauf machen, damit die Vögel mir hier kein Durcheinander reinbringen. Hab natürlich die Gelegenheit gleich genutzt. Ihr seht, das Unkraut gerissen und es bleibt aber gerade liege. Das kann vertrocknen. Heute scheint die Sonne und dann kann das Unkraut hier gerade vertrocknen und kann als, ja, lebender Dünger gleich liegen bleiben. So, aber jetzt möchte ich euch noch was zeigen, was mir wahnsinnig am Herzen liegt. Kommt mit! Schaut euch mal diesen tollen, ja, eigentlich ist es ein Baum, der aber wenig Aufmerksamkeit bei Matthias gefunden hat, weil der war mal dort hinten gepflanzt. Aber sein blöder Kirschlorbeer, dann hat er mir den quasi umgeknickt, umgebohren, im Erdtruff geschmissen. Und der hat sich aber ganz munter hier wieder hochgeschafft. Und zwar ist das eine Felsenbirne. Und die steht jetzt in voller Blüte. Und Simon, mach mal eine Nahaufnahme, weil die sind so toll, die Blüten. Ja, und richtig, richtig schön in voller Blüte. Viele Insekten finden da Nahrung. Und ja, Felsenbirne ist ein altes Wildobst. Wer jetzt Birne im Kopf hat und die typische Frucht einer Birne im Kopf hat, dem sei gesagt, die Frucht ist ganz anders. Der Simon wird euch mal ein Bild von den Früchten einblenden. Und zwar die Felsenbirne, ja, schmeckt heidelbeerartig mit einem Hauch von, ja, Marzipan und kann sowohl roh als Frucht gegessen werden, gibt aber auch richtig tolle Marmeladen, Säfte, Gelees und ja, das ist ein heimisches Wildobst und das ist bei mir in unserer, ja, Gehölzreihe hier vertreten und ja, die duften auch, also sie verströmen einen betörenden Duft und ich finde dieses Wildobst sehr schön. Die ganzen Jahre hatte ich immer nur eine ganz kleine Handvoll und ihr wisst ja schon, ihr kennt mich, wenn ich nur so Klärportion habe, dann lasse ich es den Vögeln. Erst wenn es sich für mich lohnt, das zu beernten, wenn es genug ist, dann steige ich in die Ernte ein und so lange dürfen sich die Vögel daran erfreuen. Ja, die finde ich einfach toll und als kleine Anregung, wenn ihr in eurem Garten noch Platz habt und eine Hecke plant oder, für die Vögel toll mit den Beeren als Nahrung, auch für uns. Und die Blüte ist richtig schön für alle Bienen, Hummeln, die von Pollen und Nektar leben. Ja, die wollte ich euch noch kurz zeigen, weil die einfach richtig schön ist. Und wenn wir gerade hier stehen, guckt mal hier oben, meine Goldjohannisbeer ist auch schon in voller Blüte. Die finde ich auch richtig toll. Und wenn wir bei Johannisbeer sind, gucken wir uns auch noch die Blutjohannisbeer an. Das sind, ja, die Früchte sind zwar für uns essbar, aber nicht besonders schmackhaft, aber für die Vogelwelt. So, dann kommt mal mit. Ja, die Blutjohannisbeere. Und die liebe ich auch. Ich finde den Duft einfach toll. Andere mögen ihn nicht. So der typische Johannisbeer-Duft. Und auch die mag ich unheimlich gerne. Und die Vögel lieben sie auch für die Früchte. Und die ganzen Bestäuberinsekten mögen sie wegen Pollen und Nektar. Und da werden wir im Laufe des Jahres auch noch zusammen, ja, Stecklinge machen, weil ich will ja den einen oder anderen Kirschlorbeer loswerden. Dafür muss ich erstmal Nachschub produzieren. Hier, ihr seht, die Erdbeerpyramide mit Zwiebeln und Knoblauch. Da habe ich auch schon angefangen, Mulch aufzubringen. Ist natürlich noch zu wenig. Mit jedem Rasenmähen wird mehr gemulcht und auch die Mulchschicht dann entsprechend dicker werden. Und hier, oh, es treibt und grünt und blüht schon überall. Das Lungekraut, klar, aber auch hier die ersten dicken Knospen. Ich freue mich total bei dem, was alles so, ja, im Moment abgeht und blüht. Und guckt mal hier hinten, der ist jetzt ein bisschen von dem,
Johannisbeer, aber ihr seht, der treibt aus. Ich habe schon gedacht, der wäre mir kaputt gegangen. Den hatte ich ja mitgenommen in Basthorst auf dem Herbstmarkt. Der Teufelsstrauch Sweet Cherry Tea. Da bin ich echt gespannt, wenn der mal blüht. Aber ja, er hat den Winter gut überstanden. Er sah ziemlich vertrocknet aus, aber er treibt komplett neu aus. Und da müsste ja noch einer sein. Jawohl. Und hier haben wir den zweiten Strauch, den wir von Basthorst mitgenommen haben. Na, das ist ja der Liebesperlenstrauch. Und auch der hat es wunderbar geschafft. Ihr seht, Austrieb ist da. Da freue ich mich. Was jetzt noch fehlt, ist hier eine dicke Mulchschicht. Aber ja, nach und nach. Und ihr seht es hier unten, das wird mir, glaube ich, nie los, das Problem. Die wilden Brombeeren, die die Vögel uns quasi mit ihren Hinterlassenschaften hier auspflanzen. Wer einmal wilde Brombeeren hat, ja. Man müsste die ganze Erde rausnehmen, alles sieben und. Und das ist einfach ein viel zu hoher Aufwand. Und ein Stückchen vergessen und das Ganze beginnt von vorne und man vergisst mindestens immer ein Stück. Das kann ich euch sagen. So, dann gehen wir aber noch vor in den Ziergarten, weil da blüht im Moment auch wirklich so viel Schönes. Das möchte ich euch einfach zeigen. Na, Ravo, komm mit. Kirsche in voller Blüte, die nächste Kirsche in voller Blüte. Ne, das gelbe Knorpelkirsche und das ist die schöne rote Dicke. Und auch hier, also es wird reiche Ernte geben. Wenn ich sehe, wie hier die Josterbeere, da wimmelt es nur so von Hummeln und Bienen. Wenn das alles fruchtet und ihr seht, es fruchtet schon. Also ich habe hier schon nicht nur Blüten, sondern auch schon die ersten Fruchtansätze. Simon, komm mal näher, ne, dass man sieht. Also die ersten kleinen Fruchtansätze sind da. Da freue ich mich unheimlich. Und hier unten drunter, ja, ganz verbuddelt sozusagen, habe ich hier meinen Rhabarber. Und wichtig hier, die hatten schon tatsächlich die ersten Blüten, dass ihr die Blüten zum jetzigen Zeitpunkt rausbricht. Eine Handvoll reifen Kompost, eine Handvoll, ja, ne, so richtig ordentlich Portion Kompost mit rund um die Wurzel oberflächlich einarbeiten. Und ja, ihr seht, bei uns gibt es jetzt am Wochenende den ersten Rhabarberkuchen. Und wer das Rezept des Videos noch nicht kennt, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, weil das ist einfach lecker, da freue ich mich so drauf. So, weiter geht's. Und jetzt kommt was, was ich liebe. Ich habe Matthias verboten, hier Rasen zu mähen. Guckt euch das mal an. Hier breiten sich überall wild die Primeln aus. Hier die, vergiss mal nicht, die Gänseblümchen auf der ganzen Wiese grünt und blüht es. Und der Simon hat mich gerade noch darauf hingewiesen, weil er sagt, was brummt und brummt und brummt hier so. Ja, über uns der Mirabellebaum steht in voller Blüte. Und hier unten drunter hat man wirklich ein Konzert von Flügelschlag, von Hummeln, Bienen und alles, was da so kreucht und fleucht. Die sind da drin in Massen. Ja, mit der Kamera wird man es nicht einfangen können. Aber ja, ein Magnet ohne Ende, richtig toll. Und ja, Rasenmähverbot für den Matthias an der Stelle, damit sich die, oh, hier kommt noch eine weiße Primel. Die Knospen sind zwar noch zu, aber hier die, vergiss mal nicht, die sich hier wild versamt haben. Da freue ich mich richtig. Und hier haben wir auch noch eine Knoblauchsrauke. Das ist ja, ein Gewächs, das lecker schmeckt, nach Knoblauch schmeckt und auch richtig gesund ist. Und das wandert bei uns auch mit in den Salat. Sogar die Traubenhyazinthen hier. Die habe sich, ich gehe ja immer mit den Samenkapseln durch die Gegend und versuche überall einfach mal was fallen zu lassen. Und das ist das Ergebnis. Und ich finde es einfach nur toll. Und deswegen darf der Matthias da auch nicht mähen. Ja. Hier oben die wilde Ecke für meine Gartentierchen. Da nehme ich nur raus, was dann ja, überhand nimmt. Aber ansonsten lasse ich hier die Ecke immer komplett für die Insekten, für die Tiere stehen, ohne dass wir da groß dran gehen. Ja, und auch hier Johannisbeere in Blüte. Ja, da sieht es überall richtig schön aus. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass sich die Hosta schon rausgedrückt hat. Guckt mal, wie weit hier die Funkien, die Hosta schon sind. Das geht im Moment jeden Tag mit großen Schritten voran. Jedes Mal, wenn du wo lang gehst, kommt wieder neu
treibt wieder irgendwo eine Blüte hoch und ich finde es einfach klasse. Ja, hier liegt noch unser Sonnenschirm, weil wir auf der Terrasse ja im Moment am Arbeiten sind und wir den dann wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen werden. So. Die Fische sind irritiert, die kriegen jetzt Blütenblätter zu fressen. Ne? Die ganzen Blütenblätter landen im Teich hier von dem Zwetschgenbaum. Und dann sind die irritiert und denken, es wäre Futter und schnappen sich die Blütenblätter. Ich denke, dass wir Ende nächster Woche auch das Netz vom Teich runternehmen können, dass dann kein Reiher mehr kommt, um sich unsere Fische zu klauen. Und hier steht ja der Beinwellgeschützter. Und schaut mal hier, auch hier ist er schon in voller Blüte. Ich bin einfach fasziniert davon, mit welcher Macht der hier treibt, obwohl der ja so einen begrenzten Raum hat für sein Wurzelwerk. Trotzdem ist hier ja Lebe und auch hier Hummeln, Bienen ohne Ende dran. Ja, das war's im Moment schon. Mehr haben wir im Moment nicht zu tun. Ich schnapp mir jetzt noch die Ringelblume, um sie zu pikieren und würde freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin freuen wir uns selbstverständlich über einen Daumen hoch, einen Kommentar und klar auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal.